Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3D, beziehungsweise wenn ihr die 2D-Version guckt, einfach nur Assassin's Creed. Wir wurden degradiert und eigentlich ermordet. Aber wir sind von den Toten offensichtlich wieder auferstanden. Aber wir können noch rennen, auch wenn wir unsere restlichen körperlichen Fähigkeiten verloren haben. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denk daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Mit anderen Worten, der Typ wird jetzt gerade voll als Trainingseinheit missbraucht. Das ist ja richtig fies. Ach Gott, ich hab dich angerempelt versehentlich, obwohl ich das gar nicht mehr kann. So, da gehen wir mal auf den Marktplatz. Und ich weiß, ich bin am Anfang dieses Projektes relativ ruhig. Das liegt aber auch daran, in diesem Spiel wird halt auch viel synchronisiert geredet und ich möchte nicht so gerne da reinreden. Also es wird ein Spiel sein, wo ich eher weniger von mir gebe, sage ich jetzt schon. Mehr so während des Gameplays wie hier oder, ja, wenn wir halt reisen. Muss mir auch überlegen, was genau wir jetzt alles in diesem Projekt überhaupt machen. Eine Bank in der Nähe. Und den linken Trigger. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deuchtet, enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. So, damit den Korbmacher müssen wir jetzt finden, alles klar. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So, installiere... So, mit B. B müsste ja noch vom Knopf her aus richtig sein. Ey, kommt schon, die wissen doch alle darüber Bescheid, nur nicht der Typ, der letzten Endes eigentlich verhört werden soll. So. Jetzt müssen wir vermutlich den Korbmacher finden und ihn einen reinhauen. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt,
einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Dass so jemand überhaupt innerhalb der Festung frei rumlaufen darf, folgt die Person an einen abgelegenen Ort und schlagen sie ihn, um ihn zu reden zu bringen. Okay. Abgelegenen Ort. Da müssen wir mal gucken. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualim wird richten. Spule vor zu aktuellen Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Na also. Da halt haben wir wieder die versteckte Klinge. Und jetzt sieht man auch, dass den Assassinen ein Finger fehlt.
So. Rang 1 Erinnerung. Neue Waffe erhalten. Schwert, Steuerkreuz rechts und Steuerkreuz oben. Sie können im Hof trainieren. Ja gut, das... Sagen wir es mal so, tatsächlich bin ich so eingebildet und sage, dass ich mich nicht wirklich trainieren muss. Da ich ja eigentlich schon im Tutorial vorhin alle Kämpfe hinter mich gebracht habe. Alter hier, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich glaube, den ersten Tutorial-Kampf kann ich nicht überspringen. So. Tutorial verlassen, ja, bitte. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So. Dann wird es Zeit, zum nächsten Dorf zu gehen. Oder zum ersten Dorf, beziehungsweise das sind Städte, wo wir hingehen. So, Massiaflaggen, eine von 20 Massiaf gesammelt. Wie gesagt, wir machen keine 100% Gedöns auf jeden Fall, das weiß ich definitiv. Ah, vielleicht werde ich zum Beispiel als Ziel setzen, sämtliche Flaggen zu synchronisieren. Sämtliche Flaggen, genau. Sämtliche Türme zu erklimmen, da ich damit zumindest die Karte freischalte. Ich glaube, hier in der Gebiet gibt es keine Flaggen. Oh, Türme, ihr wisst schon, das typische Assassin's Creed Gameplay. Also das, was in jedem Assassin's Creed vorkommt. Klettere einen Turm rauf und zu synchronisieren. Das ist ja ein Markenzeichen oder generell das Markenzeichen in dem Spiel. Turm klettern und synchronisieren. Was tut er da? Würde jemand so etwas tun? Ja, Fett aufsetzen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt hat. Ich muss dabei RT gedrückt, doch RL gedrückt halten. Ne, RT, rechter Trigger. So, damit haben wir die erste Barrikade überwunden. Also Epona ließ sich besser steuern. Den Witz muss es, die ich jetzt bringen. Tut mir leid, Leute. Gott, wie die Animationen von dem Pferd sind. Wenn man das jetzt mal mit heutigen Spielen einfach vergleicht, sieht es komisch aus. Ich gebe es ja offen zu, das Spiel ist komisch. Also, es sieht schön aus, aber die Animationen sind echt, ja, speziell. So, und da haben wir auch den ersten Turm. Erkennt man an den Falken, ne? So. Gebäude über die Adlerkreise sind Aussichtspunkte. Erklimmen Sie sie, um das Umland zu erkunden. So.
Da ist der Punkt, wo ich hochklettern soll. Nein, du sollst da hochklettern. Danke. So, mit Y können wir jetzt die Umgebung erkunden. Beziehungsweise wir sehen den ersten Teil der Map. So, 1 von 12 im Königreich erkundet. Aha, es gibt also insgesamt 12 Aussichtspunkte im Königreich. So, Missionsium versteckte und versteckte in den Gebieten kann über das GPS angezeigt werden. Lassen Sie sich Zeit durch langsame Bewegung. Ernsthaft, jetzt muss ich das nochmal machen. Nur weil das nicht so funktioniert. Bitte Todessprung, danke. Oh Mann, Spiel. Ja, ich bin ja in den Heuballen reingesprungen, aber das Spiel hat es nicht so ganz als das gewertet. Wie gesagt, es gibt da so ein paar kleinere Publikationen. Frag mich gerade, ob es die Möglichkeit gibt, einfach da hochzuklettern. Ja, kletter doch hoch. Du kannst doch noch hochklettern. Mensch, alter Ihr, benimm dich. So, zweiter Versuch zu synchronisieren. Und vielleicht kann ich dann auch mal aufs GPS zugreifen, um zu sehen, wo ich überhaupt hin muss. Das wäre nicht schlecht. So, der erste Aussichtspunkt. Ich könnte natürlich auch einfach runterklettern. Ich muss gerade überlegen, ob das nicht sinnvoller ist. Und? Nee, der geht, das geht nicht. Der spinnt da rum. Ich kann nicht den Todessprung da verwenden. Lassen Sie sich Zeit durch langsame Bewegung. Also wenn ich mal kurz was sagen darf, dieser Animus ist doch ziemlich verbuggt. Und ein drittes Mal den Turm hochklettern. Na, was sagt uns das? Dass wir halt den Turm dann nicht über den Todessprung verlassen können. Wir müssen halt dann runterklettern. Ah, wie nervig. Und schon wird das Video ein bisschen Überlänge haben. So ein Scheiß. Ja, kletter hoch. Manchmal denke ich mir, war auch echt jetzt. So, synchronisieren. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt geht momentan. Weil wie gesagt, die Synchronisation, das funktioniert gar nicht gerade. Ich würde sagen, wir lassen... Kann es sein, dass das
Problem ist, dass es nicht richtig geladen war. Also ich versuche es noch einmal und dann werde ich das Video sowieso beenden. Ne? Aber die eine Szene, wo jetzt eben diese Kamera schwank kam, das wurde halt vorher nicht gemacht. Vielleicht ist es das Problem, dass daher die genauen Koordinaten nicht erkannt werden konnten. Ne? Aber ja, was soll ich sonst nämlich machen? Assassin's Creed. Ja gut, eigentlich, ich weiß nicht, was verbuggter ist. Das erste Assassin's Creed oder Syndicate? Ohne Updates. So. Sonst bin ich sogar in die, genau die richtige Position gegangen, um es zu synchronisieren. So, bla bla bla. Oh. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Einen Bug. A Bug ist das. Ah, jetzt sehen wir auch die Karte. Das ist das Königreich von... Gut. So. Gut. Sie können Ihre eigene GPS-Marke auf der Karte setzen. Das finde ich nicht schlecht. Okay, diesen Abschnitt können wir nicht. Also gehen wir in die Richtung. Und ja, ich tue gerade etwas überziehen. Toll. So, Damaskus. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der nächste Speicherpunkt kommt. Dass wieder draufsteht, speichern. Wie gesagt, ich will auch sämtliche... Ja, doch, ich glaube, das wird ein Ziel des Let's Plays sein, alles Türme zu erklimmen. Ich werde das jetzt noch sowas von bereuen, das sehe ich jetzt schon. Na also, dann haben wir gespeichert. Zweiter Aussichtspunkt im Königreich. Doch, ja gut, ich kann nicht alle Aussichtspunkte auf einmal machen, das geht gar nicht. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Und, stirbst du? Nein, du stirbst nicht. Ja gut.
Dadurch, dass wir jetzt den Speicherpunkt haben, kann ich eigentlich auch den Part beenden. Ne? Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Assassin's Creed. Bis dahin, ciao, Leute.